Ja, hallo und herzlich willkommen bei Schlaufis Bastelkanal, der Problemlöser für die kleinen Dinge, die deinen Alltag leichter machen. So, und heute, das ist unser Schlafzimmer, heute geht es um Sex. Um 6 Schranktüren. Der Schrank hat 6 Türen und ja, das Problem ist eigentlich die Beleuchtung in so einem Schrank. Und da gibt es eine ganz so tolle Lampen, die wo man einfach in die Schranktür reinmachen kann. Und dass das nicht ganz so schlau ist, das zeige ich jetzt. Oder? Da habe ich jetzt einmal 2 so von den Lampen reingemacht. Das ist eigentlich schon praktisch, wenn man drauf drückt, dann wird es hell. Problematik ist eigentlich ja nur, dass man diese Lampen gar nicht so befestigen kann praktisch. Die kann man eigentlich, da ist so ein doppelseitiges Klebeband drauf. Das heißt, wenn wir die jetzt da hinkleben würden und wir machen dann diese Schranktür auf, dann leuchten sie in diese Richtung. Und mein Schrank ist ja da, also das bringt schon mal gar nichts. Dann habe ich es jetzt praktisch beweglich gemacht, damit ich die da umdrehen kann. Dann kann man es nämlich dann in die Richtung drehen, die man braucht. Sage ich dann, wie hell das Ganze dann ausleuchtet. Und es steht ja in der Verpackung drauf, ideal als Schrankleuchte oder für Räume ohne eigene Licht- und Energiequelle. Dann schauen wir mal, wie es ausschaut, wenn es dunkel ist. Machen wir mit der Ruhe runter. Jo, das ist dunkel. Wo ist das? Tada! Tada! So, jetzt machen wir es mal gerade her. Jetzt brennen die 2 Lampen. Also ehrlich gesagt sehen da eigentlich nichts. Und wenn man es jetzt da in den Raum reinleuchtet, dann man sagt ideal für Räume ohne Licht. Gehen wir mal da hinten. Naja, ich weiß nicht, ob das ideal ist. Ich sehe halt, dass da hinten ein bisschen heller ist, aber so richtig sehen tun wir eigentlich nichts. Jetzt habe ich 2 Lampen auf den Schrank gerichtet. Und ja, da oben, wo das direkt hinleuchtet, das ist noch okay. Da oben, gut, das hängen jetzt Winterjacken, da sieht man eigentlich schon wieder nichts. Aber da unten habe ich auch noch was drin, da sehe ich eigentlich gar nichts. Natürlich kann man sagen, ja, schaltet heute normales Licht auch noch ein bisschen ein. Mach ich jetzt, oder? Trotzdem ist im Schrank drin ein bisschen duster, weil die Lampe ja von da oben das Licht da herstrahlt und eigentlich dann die Schranktür wieder einen Schatten in den Schrank reinwirft. Also braucht man irgendein Licht. Und das sieht man es ja eh schon. Da oben habe ich jetzt praktisch 3 Lampen drauf gemacht. Ja, so schaut das Teil aus. Das ist so ein Möbel-Einbaustrahler, der ist bloß knappe 20 mm von der Höhe her. Der wird eigentlich so in Schränke eingebaut. Das war einmal irgendwie ein Dreier-Set und das hat keine Ahnung. Ich habe jetzt bei Google geschaut, die kosten so um die 15, 20 Euro. Und die habe ich dann aufgemacht. Da habe ich es nur mit 2 Schrauben praktisch oben an der Decke fixiert. Dann habe ich es da leicht schräg geschnitten, dass sie praktisch zum Schrank hinstrahlen, dann oben oder von hinten sieht man kein Kabel. Das habe ich dann innen drin so schräg praktisch raufgeführt und dann oben, praktisch jetzt da oben, da hinaus in die Decke, da rein. Genau. Und es sind 3 Strahler, die ich da praktisch hingemacht habe. Da sieht man jetzt die 3 Strahler noch wieder hintereinander und die sind ein bisschen versetzt angeordnet, weil der Schrank in der Mitte auch ein Stück weiter rausschaut. So, jetzt noch mal der Vergleich. Diese Leuchte. Und dann mache ich die aus. Mache die andere Leuchte an. Ja, da ist es halt hell. Und da ist es auch unten hell. Was sieht man unten auch, was ich drin habe. Jetzt kann ich das wieder rausmachen. Habe ich eigentlich nur befestigt, wenn es euch interessiert. Da hinten ein kleines Metallteil gebogen, aufgenietet.
Und da habe ich nur so einen kleinen Haken reingetragen in die Schranktür. Und da ist praktisch drinnen gehängt, weil da war es jetzt dann im Prinzip so, durch das, dass das praktisch so angeordnet ist, habe ich es drehen können. Also es hakt da drin und dann kann man es drehen. Aber ich würde es euch nicht empfehlen, kauft euch gleich ein Scheißlicht. Es gibt ja auch Leuchten dann, die wo praktisch jetzt nicht an der Decke so befestigt sind, so wie bei mir, sondern die wo man auf dem Schrank oben drauf machen kann. Also ich denke, das war jetzt ein toller Vergleich, damit ihr gesehen habt, praktisch wie diese normalen Einbau- oder Möbeleinbauleuchten im Verhältnis zu solchen Lampen leuchten. Also wenn ihr da das lese, was da drauf steht, das stimmt eigentlich dann nicht, habt ihr jetzt gesehen. Und wenn ich da bei jedem Schranktür, damit ich praktisch in jedem Schrank, wenn ich das Flügel öffne, Licht habe, brauche ich auch drei Sets von die Teile. Die kosten mir genauso viel wie praktisch diese Möbeleinbauleuchten. Okay, ich brauche noch ein bisschen Kabel und einen Schalter dazu, aber ich brauche bei den Teilen brauche ich ewig Batterien dazu und es ist duster. Also, mir sieht ja wieder dann nichts. Und das ist ja nicht Sinn und Zweck. Okay, also in dem Sinne, nimm's leicht und mach's dir leicht, weil mit meinen Tipps wäre es leichter. Servus!